Naja, eigentlich können wir auch jetzt schon anfangen. Wenn sie nicht kommen, dann haben sie halt Pech gehabt. So, ihr habt den Beamer ja wahrscheinlich draußen schon gesehen, der zeigt ja jede Menge Firlefanz an. Und die Software da hinten dran habe ich selber entwickelt, nennt sich InfoBeamer. Und der Vortrag stellt das Ganze jetzt ein bisschen vor. Und ich versuche auch im Anschluss an den relativ kurzen, geplanten, durch Folien geplanten Vortrag, so ein bisschen Live-Demonstration zu machen, sodass ihr sehen könnt, was man da vielleicht irgendwo relativ schnell machen kann und warum das Ganze tatsächlich cool ist. Genau, also ich bin Florian Wesch, ich habe jetzt schon bei einigen GPNs irgendwie das Programmierspiel gemacht, wer irgendwie sich an Infon erinnert, das war auch von mir. Yay! Genau, und damals war es ja auch schon Lua, also irgendwie fühle ich mich so ein bisschen schuldig, dass wir hier auf der GPN immer Lua machen müssen, weil der Infobeamer ist auch wieder Lua. Das liegt einfach daran, dass es eine coole Sprache ist, wenn man C macht und irgendwie was Dynamisches reinbauen will. Genau, ich fange einfach mal an. Also ich habe mich irgendwie dieses Jahr gemeldet, die Informationsbespaßung hier zu übernehmen. Und letztes Jahr war das ja nur eine Textdatei, die im Texteditor auf war. Da konnte man dran rumeditieren. Irgendwie auch ganz nett. Aber ich habe mir gedacht, das kann man irgendwie noch anders machen. Und habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt. Und es gibt ja so diverse Software, die für solche Dinge da ist. Also so Processing wird sich ja eignen, um irgendwie Visualisierung zu machen. Vielleicht kennt der ein oder andere noch ein anderes Tool. Und dann wundere ich mich später, wieso ich das nicht verwendet habe. Aber selber machen ist ja immer besser. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich da am besten rangehe. Und da ich ja schon jetzt so ein bisschen Background in Lua und C und sowas habe, habe ich mir gedacht, baue ich mal was, was diese beiden Dinge wieder kombiniert und irgendwo hier eine optimale Umgebung schafft, um dann ja, interaktive Präsentationen relativ schnell zu bauen. Das ist also auch das Ziel gewesen, dass das Ganze schnell geht, dass man da Spaß dran hat und vor allem, dass man, während man dran rumeditiert, mehr oder weniger sofort das Ergebnis sieht. Das heißt, es ist nicht irgendwie so ewig lange Zyklen, bis man was hingetippt hat und es dann sieht, sondern man tippt irgendwie, speichert und es ist halt sofort sichtbar. Genau, das Ganze, die Software ist aktuell nur für Linux. Das liegt daran, dass ich für dieses File-System-Monitoring iNotify verwende. Man könnte das garantiert auch auf irgendwelche anderen Plattformen portieren. Ich hatte da jetzt bisher nicht so die Motivation zu. Das ganze Projekt ist auch relativ klein, also es sind nur so, ich habe vorhin mal nachgeguckt, etwa 4000 Zeilen Code, ein Drittel oder sowas dürfte etwa Lua sein. Das Ganze gibt es als BSD 2 Source Code auf GitHub direkt, also kann man runterladen und mehr oder weniger damit machen, was man will. Und was mir irgendwie auch immer wichtig ist, weil ich so ein bisschen ästhetisch da auf solche Dinge achte, es ist also relativ klein. Das heißt, was da am Schluss dabei rausfällt, ist ein einziges 140 Kilobyte Binary. Das kann man irgendwo hinkopieren, ausführen und es funktioniert. Also man hat keine Abhängigkeiten, kein gar nichts. Außer natürlich die ganzen fetten Libraries. Aber zumindest der Kern ist irgendwie dann relativ klein. Genau, und da ich festgestellt habe, dass Doku irgendwie cool ist, wenn man sie schreibt, weil man irgendwie nach 2 Monaten selber vergessen hat, was man da gemacht hat, gibt es tatsächlich auch relativ umfangreiche Doku dazu, jeweils mit kleinen Beispielen drin. So ein bisschen im Stil von Lua selber, weil ich die Sprache ja wie gesagt cool finde und die Doku dazu auch, habe ich so probiert, es irgendwie ein bisschen rüberzunehmen, dass es einfach allumfassend, aber irgendwie trotzdem halbwegs übersichtlich bleibt. Genau, jetzt hoffe ich mal, dass man es sieht. Jetzt stehe ich hier voll im Weg rum. Genau, also das ist jetzt der Source Code, den man braucht, um Hello World auf dem Screen zu machen. Das Ganze ist eben so, dass jedes Verzeichnis ist quasi eine ausführbare Einheit für einen Infobeamer. Das heißt, man hat ein Verzeichnis, da ist einfach alles drin, was man braucht für diese eine Visualisierung. Das heißt, Bilder, Videos, Schriften, was gibt es denn noch, Shader, Textdateien, irgendwie Config-Dateien oder sowas, ist alles in einem Verzeichnis und es gibt halt das eine zentrale Skript, was dann die Ausführung quasi steuert. Diese zentrale Datei heißt also einfach jetzt node.lua und das Beispiel jetzt für so ein einfaches Hello World sieht jetzt eben so aus, dass man eben am Anfang definiert, welche virtuelle Fläche hätte ich denn gerne. Also im Beispielfall jetzt irgendwie 1024x768. Das heißt, ich habe jetzt mal so einen Grundstein gelegt. Ich weiß jetzt, wie groß mein virtueller Screen da ist. Und jetzt kann ich halt hergehen und kann zum Beispiel jetzt mal diese Schriftart, die ich da gefunden habe, die relativ klein ist, kann ich jetzt mal laden. Das heißt, es gibt halt so Resource Loader für diverse Dinge, irgendwie Schriften, Bilder, Videos und so weiter. Und die ist jetzt als Variable verfügbar und jetzt kann ich eben unten in dieser zentralen Node.Render-Funktion kann ich jetzt eben hergehen, die wird aufgerufen für jeden Frame, der dargestellt werden soll.
Und hier kann ich jetzt dann eben sagen, benutze die Schrift und male damit an Position 120, 320, Hello World in Größe 100 mit Weiß. Also 111 ist einfach Weiß und 1 hinten ist dann noch Alpha, also voll sichtbares Weiß. Genau, und das ist als minimalstes Beispiel. Nochmal ganz kurz zu den Dateiformaten, also irgendwie Bilder gehen natürlich, Videos, alles was FFmpeg kann. Das war so ein bisschen anstrengend, das dann tatsächlich hinzubekommen, weil die Videoformate haben alle komische, merkwürdige Eigenschaften. Das ist so ein bisschen Cargo-Kult leider geworden. Dann kann man Shader verwenden, also das hat man wahrscheinlich draußen auch schon gesehen. Ihr habt ja vielleicht diese Twitter-Visualisierung da gesehen, mit diesem komischen Hintergrund, der da irgendwie so grün rumwoppelt und irgendwelche Blobs fliegen da durch die Gegend. Das ist irgend so eine GLSL-Demo, die ich irgendwo geklaut habe. Genau, dann gehen TrueType-Fonts, also man kann da irgendwie beliebige Schriften dann irgendwie reinlesen. Man kann dann auch eben Unicode verwenden, also beziehungsweise UTF-8, weil Lua kann ja theoretisch irgendwie kein Unicode. Also man muss dann halt UTF-8 für die ganzen Strings verwenden. Dann ein Feature-Request, der sich irgendwie noch ergeben hat, da müssen wir mal gucken, ob wir das hier jetzt auf der GPN noch einsetzen können, ist, der Infobeamer ist auch ein VNC-Client. Das heißt, potenziell kann man sich irgendwo Desktops herholen und irgendwie dann in seine Visualisierung irgendwie reinbauen. Da müssen wir mal später gucken für die Weltraumprogrammiernacht. Habe ich schon angefragt, die sollen einfach einen VNC-Server aufmachen und dann verbinde ich mich da gelegentlich mal und zeige einfach an, was da gerade der Spielstand ist und so. Genau, und es gehen natürlich Textdateien, das ist irgendwie logisch. Man kann dann natürlich einfach irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, in JSON irgendwelche Dinge ablegen, kann die dann irgendwie laden und parsen und funktioniert und dann hat man irgendwelche Daten. So, das, genau, den Live-Coding-Aspekt hatte ich ja schon. Also das Ganze funktioniert eben über iNotify. Sowohl für die Skripte, also wenn man diese Node.lua editiert, kriegt er natürlich sofort mit, aha, neuer Code, muss ich neu laden, neu ausführen. Und damit sind die Änderungen, die man im Code gemacht hat, sofort aktiv. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man eben Bilder und sonstige Ressourcen, die man verwendet, direkt neu laden lässt. Dafür gibt es so eine Hilfsfunktion, die dann einfach diese low-levelige API vom Infobeamer verwendet und jetzt hier über diese eine Zeile, diese util.autoloader, sage ich dem Ganzen, dass er doch bitte alle Bilder zum Beispiel, die er findet, in direkt gleich benannte Variablen reinlesen soll. Das heißt, wenn es jetzt in dem Verzeichnis ein image-file.jpg gibt, dann wird es halt geladen, wenn ich da drin rumeditiere, das speichere, wird es halt neu geladen. Und es ist halt sofort verfügbar als Variable image-file, die man dann sofort irgendwo hinmalen kann. Also ich kann, sieht man ja, die male ich jetzt einfach Vollbild über die gesamte Fläche, die ich mir oben irgendwo theoretisch definiert hätten müssen. Genau, so. Dann, das hatte ich vorhin schon ganz kurz angerissen, diese Sache, dass ein Verzeichnis ist eine Visualisierung. Das hat halt den Vorteil, dass wenn man die Visualisierung fertig gemacht hat, kann man die nehmen, irgendwie zippen oder sonst wie einpacken, irgendwo anders wieder entzippen und man hat halt sofort alles, was man braucht. Also muss nicht irgendwie im Filesystem rumpopeln und irgendwelche Sachen zusammensuchen, sondern es ist einfach dieses eine Verzeichnis. Und ich habe mir gedacht, es wäre irgendwie doof, wenn es nur ein Verzeichnis wäre, was man anzeigen kann. Man kann also auch irgendwie Verzeichnisbäume nutzen und jedes einzelne Verzeichnis ist eben selber wiederum so ein Visualisierungsknoten. Das heißt, man kann halt Inhalte dann schachteln. Also das sieht man beim Beamer draußen auch schon, diese Laufschrift unten und diese seitliche Anzeige, die ich da habe. Das ist quasi der Top-Level-Node von dem Ganzen, das Top-Level-Verzeichnis, was ich ausführe. Und die Visualisierung oben links in der Hauptfläche ist eben eins von vielen Unterverzeichnissen, wo eben dann eine Visualisierung für zum Beispiel Twitter, was hatte ich noch alles, Fotos und das ganze andere Zeugs, was ich da habe, zuständig ist. Das heißt, man kann halt hergehen, kann dieses Twitter-Zeugs entwickeln, dann ist es irgendwie fertig und dann macht man so ein Verzeichnis vom Infobeamer rein, sagt dem Kontrollskript, was ich da noch habe, führt es gelegentlich mal aus und dann zeigt halt das obere Skript dieses Unterverzeichnis visualisiert an. Also konkret, unten hat es jetzt so ein ganz kurzes Beispiel, wo ich einfach sage, auch wieder resource.renderChild, dann kann ich einfach einen Unterverzeichnisname angeben und dann kriege ich quasi dieses Unterverzeichnis als Bild, genauso wie wenn ich es als Bild geladen hätte und kann das einfach auch irgendwo hinmalen. Und das Unterverzeichnis wird halt in dem Moment, wo ich sage RenderChild, wird es eben ausgeführt, wird dessen Node.Render-Funktion aufgerufen und kann dann sein Zeugs irgendwie rendern. Dann ist das Ganze skriptbar, das war mir wichtig, also ich wollte da jetzt nicht irgendwie das Monster-Ding machen, was alles kann,
sondern eher so den Unix-Ansatz gehen, der eben ja, sagt, irgendwie ein Tool kann irgendwas richtig und sonst irgendwie gar nichts. Deswegen kann der Infobeamer auch kein TCP nach außen, außer über das VNC. Ansonsten ist es eben von extern skriptbar. Das heißt, wenn man jetzt irgendwelche komplizierten Sachen macht, wie, was weiß ich, Twitter, irgendwelche Dinge holen und so, dann will man das nicht im Infobeamer selber machen, sondern der ist rein für die Visualisierung zuständig. Und jetzt im Twitter-Fall habe ich so gemacht, dass ich einfach in Python ein Skript habe, was per cronjob gelegentlich mal aufgerufen wird, was da die neuen Daten holt, Bilder im Filesystem ablegt und irgendwie so eine Datei nebendran schreibt. Und der Infobeamer kriegt dann mit, ah, die Datei hat sich geändert, also lade ich das neu ein. Also sind jetzt die Daten neu und es funktioniert. Und das ist halt der Ansatz, den ich da überall gemacht habe. Also es gibt halt jetzt die Möglichkeit, das Ganze über diese Dateien zu synchronisieren oder irgendwo Daten dem Infobeamer zu geben. Oder man kann das über UDP machen. Also der Infobeamer lauscht auch auf UDP. Da wird es dann zum Beispiel so aussehen, wie diese Zeile, die ich da habe, mit dem Echo, dass man jetzt, angenommen, ich hätte ein Verzeichnis foo und dem will ich schicken, die Dateneinheit bar, dann schreibe ich einfach echo-n, damit kein newline am Schluss ist, foo:bar und schicke das an irgendwie, per Bash kann man das irgendwie noch so cool hinschreiben, an den Infobeamer und dann kriegt der eben ein Callback aufgerufen, wo dann irgendwie bar an eine Funktion übergeben wird. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich eben auf irgendwelche Events von außen reagieren. Das hatten wir eigentlich noch vor, dann so zu machen, dass wir, also das haben wir gestern schon gemacht, dass wir den ganzen Aufbau drüben fotografiert haben, so von oben, dass man alle Tische sieht. Und das machen wir dann wahrscheinlich nachher noch irgendwann, dass wir dann uns vom Netzwerkteam die ganzen Traffic-Statistiken schicken lassen und dann da kleine Anzeigen machen jeweils. Dann sieht man, welcher Tisch irgendwie wie viel Traffic verbraucht. Also das kommt auch noch. Genau, dann dieses UDP-Protokoll, was jetzt wirklich trivialst ist, mit irgendwie Verzeichnisname, Doppelpunkt, irgendwelche Daten, ist irgendwie zu 99% kompatibel zu OSC, was so ein Sound, Open Sound Control Protokoll ist, was irgendwie dafür da ist, irgendwelche Licht, Sound, sonst wie Dinge anzusteuern. Deswegen war das irgendwie ziemlich leicht zu machen, dass der Infobeamer dann gleich noch OSC kann. Das heißt, es gibt für diverse Smartphones dann irgendwelche OSC-Clients. Und da kann man dann irgendwie auch sagen, wenn ich hier an meinem Slider, den ich jetzt hier visualisiert habe, auf meinem OSC-Client auf dem Smartphone, irgendwie da rumschiebe, dann sollen doch das, was da passiert ist, zum Infobeamer geschickt werden. Dann kann man auch direkt darauf reagieren. Also es gibt zum Beispiel auch, das ist jetzt gerade nicht in dieser Rotation drin, so eine Demo von Kupe, der, glaube ich, morgen einen Vortrag hält, auch über Demo-Programmierung. Dessen 4K-Demo-Source-Code habe ich auch geklaut und da kann man jetzt die ganzen einzelnen Parameter auch irgendwie über seinen OSC-Client auf dem Telefon dann irgendwie justieren. Also ist irgendwie auch ganz nett. Genau, dann ist es ja irgendwie schlecht, wenn der Infobeamer da auf irgendeiner Kiste läuft und ich will jetzt wissen, was da gerade passiert oder was die Fehlermeldung ist, wieso das irgendwie alles grau geblieben ist, was ich da gemacht habe. Dann kann man sich da einfach noch per TCP auch noch verbinden. Also der lauscht auf UDP und TCP, jeweils auf Port 4444. Und da kann man sich dann quasi zu seinem Verzeichnis verbinden, kann quasi sagen, ich will jetzt wissen, welche Ausgaben dieses Infobeamer-Verzeichnis jetzt gerade erzeugt und kann sich das dann auch direkt eben anzeigen lassen und da potenziell auch Daten hinschicken, aber es ist eigentlich eher so der Debug-Kanal. Genau, dann ist das Ganze hoffentlich sicher. Also Lua ist ja dann schon irgendwie ganz cool, dadurch, dass Lua eben selber mal irgendwie relativ leicht ermöglicht, das Ganze zu sandboxen. Dann habe ich noch so selber dafür gesorgt, dass der Speicher begrenzt ist. Also man kann da jetzt nicht irgendwie beliebig viel Speicher klauen und da irgendwie alles zum Absturz bringen. Dann habe ich noch reingebaut, dass irgendwie die Laufzeit begrenzt ist. Also wenn da jetzt jemand eine Endlosschleife reinbaut, dann hat er irgendwie nach 5 Millisekunden oder sowas, wird das Ganze abgebrochen. Und es ist halt auch so, dass es innerhalb von Lua nochmal gesandboxed ist, dass man halt auch nur Zugriff auf bestimmte Dinge hat. Also man kann da nicht auf dem Dateisystem rummachen, sondern die einzige Möglichkeit, Ressourcen zu laden, ist halt über diese eigengeschriebenen Resource-Loader-Funktionen, die dann halt direkt Bildobjekte oder sowas zurückgeben. So, jetzt ist es ja immer so eine Sache mit den Live-Demos, weil die dann immer so ein bisschen komisch werden. Ich probiere es trotzdem mal. Also wir können einfach mal anfangen, dass ich jetzt mal, Katzen-Content, dass ich mal hierher gehe. Und das ist jetzt einfach mal, also den Source-Code dafür gibt es ja wie gesagt bei GitHub, kann man sich direkt einfach mal klauen. Und ich kann das jetzt einfach mal kompilieren. Was ich schon gemacht habe. Ich mache es trotzdem nochmal. Also irgendwie. Ich kann es mal auf die andere Seite schieben. Vielleicht ist das besser.
weil ich brauche den anderen Platz gleich noch. Ist es so besser? Okay. Genau, also es ging ja super schnell. Liegt halt daran, dass es wirklich nicht viel Source Code ist. Und jetzt habe ich halt hier diesen, irgendwo genau, diese 140 Kilobyte Datei hier. So, jetzt kann ich mal hergehen und kann einfach mal dieses Sample, was wir da vorhin hatten, dieses Hello World, ausführen. Das heißt, ich gehe einfach her und sage dem Infobeamer, hier ist das Verzeichnis, da liegt dann eben diese Node.lua drin. Mach mal irgendwas damit. Und jetzt kriege ich halt genau das. So, jetzt kann ich mal einfach da reingehen und kann dann einfach mal hergehen und in dieser Node.lua irgendwie rumsauen und irgendwelche Dinge ändern. Das kann ich mal gerade hier kurz machen. Ja, einfach mal hier. Samples und Hello. Also sieht man jetzt hier diese Schrift und Node.lua und dann noch irgendwie Readmes dazu. Und wenn ich jetzt mal die Node.lua aufmache, sehe ich jetzt halt hier genau das Beispiel von vorhin. Und wenn ich jetzt halt hergehe und zum Beispiel mal, keine Ahnung, machen wir mal das Hello einfach weg und speichere das Ganze, dann ist es halt sofort sichtbar. Genauso könnte ich jetzt halt hier irgendwie den Hintergrund ändern. Also ich kann jetzt mal einfach hierher gehen und kann sagen, gl.clear, irgendwie mache das mal irgendwie Ganze in Rot, also RGB, Alpha, wird halt der Hintergrund rot. Man sieht jetzt, das Fenster ist ja deutlich kleiner als die 1024x768. Das liegt an, was der Infobeamer dann macht, ist einfach das Skalieren, sodass halt das Aspect Ratio irgendwie erhalten bleibt. Das heißt, man kann diese ganzen Visualisierungen auch erstmal halbwegs größenunabhängig machen und kann es dann irgendwie später, wird es dann irgendwie in die richtige Größe skaliert. So, jetzt fange ich vielleicht mal ganz kurz von Null an. Gehen wir nochmal hier zwei Verzeichnisse hoch und hier mal in das Demo-Verzeichnis rein. Da habe ich jetzt schon mal irgendwie eine leere Node.lua vorbereitet. Jetzt muss ich gerade meine Infobeamer nochmal neu starten, dass er halt dieses andere Verzeichnis verwendet. Machen wir es einfach mal so. Genau, also das ist halt die Visualisierung, die man bekommt, wenn einfach gar nichts passiert. Das heißt, das ist einfach leeres Verzeichnis, was nichts tut, beziehungsweise was eigentlich sogar noch semantisch falsch ist, weil ich halt gl.setup nicht aufgerufen habe. Also ich muss dem Ganzen erstmal sagen, wie groß ist denn diese virtuelle Fläche, die ich da bemalen will. Jetzt gehe ich halt einfach mal her und sage einfach mal 1024x768. Jetzt habe ich zumindest mal irgendwie alles schwarz und jetzt kann ich halt hergehen und kann dann loslegen und kann sagen, ich definiere diese Node.Render-Funktion, das ist halt diese eine Funktion, die für jeden Frame aufgerufen wird und gehe jetzt erstmal her, mache das Ganze mal rot. Natürlich sollte ich Alpha sichtbar machen. Genau, so, jetzt ist alles rot und jetzt kann ich mal hergehen und kann, ich habe hier schon mal was vorbereitet, nämlich diese Image.JPEG. Jetzt kann ich einfach mal hergehen und kann sagen, Image gleich Resource.LoadImage. Image.JPEG. Jetzt sollte die theoretisch geladen werden. Und jetzt habe ich eben das Bild geladen, was jetzt in dem Verzeichnis drin lag. Und ich kann jetzt eben sagen, Image.draw, keine Ahnung, wie groß machen wir es denn? 800 mal 600. So, jetzt habe ich hier eine Katze, ganz toll. Also, immer wieder beeindruckend. So, jetzt kann ich mal hergehen. Das ist jetzt nämlich genau dieses Bild, was ich da gerade hatte. Jetzt kann ich der Katze einfach mal irgendwie Augenbrauen malen. Und kann das Ganze einfach mal irgendwo speichern. Genau, das müsste eigentlich das hier sein. Ja. Ah, nee, genau, das geht noch nicht. So, weil... Genau, ich habe nämlich diese Ressource einmal geladen. Also ich habe irgendwann ganz oben gesagt, lad die Ressource. Und dann ist sie halt geladen in dem Moment und dann ändert sie nicht mehr. Also man macht es schon explizit, es gibt aber jetzt... Ich mache die Katze noch mal kurz irgendwie glücklicher. So, jetzt suche ich mal gerade noch mal mein Fenster zurück. Hier, genau, jetzt gehe ich nämlich mal her und ersetze dieses explizite Ressourcenladen durch so einen automatischen Resource-Loader, den ich noch gebaut habe. Der funktioniert dann so, dass ich hier sage, Auto-Loader-G. Für Leute, die Lua kennen, -G ist so eine Variable, die quasi das globale Environment enthält, also wo alle globalen Variablen drin sind. Das ist quasi eine Tabelle, die auch sich selber wiederum enthält. Und dem Autoloader gibt man einfach mit, lad mal alle Ressourcen, also alle Bilder und sonst was, und nimm den Base-Name, also jetzt in dem Fall einfach Image, und speichere diese geladene Ressource dann in diese Tabelle rein, also quasi jetzt in dem Fall in das globale Environment, und sorge gefälligst dafür, dass sobald sich da was ändert, dass es neu geladen wird und damit quasi auch wieder sofort verfügbar ist. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal, einmal speichern. Man sieht, es hat jetzt schon direkt geladen, also es hat
Man hat, beziehungsweise eigentlich hat man nichts gesehen, aber es hat, funktioniert halt weiterhin. Und jetzt kann ich nochmal hergehen. Das. So. Genau, und jetzt ist es halt sofort sichtbar. Also der hat jetzt, wenn ich mal das Log-File von dem ganzen Infobeamer aufmache, was ich auch irgendwo haben müsste, dann sehe ich jetzt hier, also erstmal dieses Ganze, was Vim da macht, wenn man eine Datei speichert. Und ich sehe jetzt halt hier, dass image.jpg neu geladen oder sich verändert hat. Und dann fängt jetzt halt der Autoloader an und lädt es irgendwie neu und stellt halt eine neue Variable image. Einfach eine neue Variable image zur Verfügung, was halt dann unsere traurige Katze da enthält. Genau, jetzt könnte man mal hergehen. Jetzt gehe ich mal einfach her und kopiere mal kurz diese Schriftart, die man gerade in dem Hello World Beispiel schon hatten, um einfach mal was ausgeben zu können, weil erstmal hat man keine Schrift, man braucht also immer irgendwie eine TrueType-Font, um irgendwelche Dinge zu tun. Die benenne ich jetzt vielleicht noch um in einfach nur Font. Also dadurch, dass ich halt den Autoloader jetzt nach wie vor aktiv habe, dürften wir jetzt hier auch direkt sehen, dass er diese Schriftart geladen hat und dann quasi direkt in eine Variable Silkscreen zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise als ich sie umbenannt habe, halt sofort in eine Variable Font. Das heißt, jetzt kann ich halt ohne noch irgendwas zu tun hergehen, kann halt sagen font.write, also einfach mal die Stelle, mit Größe 100 und was machen wir dann? Machen wir mal grün. Jetzt habe ich halt hier sofort den Text. Ein bisschen größer. So, und jetzt ist es aber irgendwie langweilig, also würde ich mal gern ein wunderbares Meisterwerk. Jetzt würde ich gern mal diesen Text irgendwie austauschbar machen, das heißt auf irgendwo externen, auf externen Befehl irgendwo den Text austauschen oder so, beziehungsweise jetzt für den Fall von dem echt laufenden Infobeamer, keine Ahnung, dass ich irgendwo ad hoc mal eben im Lauftext irgendwas durchlaufen lasse oder so. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das irgendwie zum Beispiel über UDP geht. Das können wir jetzt einfach mal kurz machen. Jetzt würde ich halt mal hergehen und würde hier oben so eine weitere Hilfsfunktion, die ich gebaut habe, benutzen. Die nennt sich Data Mapper und dem kann ich direkt mitgeben, auf welche Befehle er lauschen soll. Das sieht man vielleicht gleich noch genauer, was ich da jetzt treibe. Ich schreibe jetzt hier einfach mal kurz was hin und erkläre es danach. Einfach mal, machen wir mal Fu. Und hier gebe ich jetzt einen Callback an, der dann mit den Daten aufgerufen wird, die ich an den Infobeamer schicke. Da kann ich jetzt einfach mal sagen, was weiß ich, New Text oder sowas. Jetzt machen wir einfach mal Text gleich New Text. Das geht nicht. Und machen wir das mal wieder zu. So, jetzt müssen wir mal hergehen und diese Variable nochmal ganz kurz irgendwie auf einen sinnvollen Default-Wert setzen. Machen wir es einfach mal auf Hallo. Und jetzt gehe ich hier noch runter und ersetze das hier dann durch genau Text. So, damit haben wir mal wieder nichts geändert. Allerdings haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass man dann eben dadurch, dass man UDP-Paket an den Infobeamer schickt, diesen Text austauschen kann. Und wenn ich da jetzt nicht irgendwas verschusselt habe, dann müsste es eigentlich direkt funktionieren. Sicherheitshalber mal Bash starten, was weiß ich, was das für eine Shell war. genau, so dieses Verzeichnis hieß jetzt Demo, das heißt, der Infobeamer hat jetzt halt Demo mal als Basisname für das ganze Projekt genommen. Also das ist immer direktes Mapping von Namen zu Verzeichnisnamen. Das heißt, ich kann jetzt sagen Demo. So, jetzt hat man gesagt, Fu, das kommt dann hier hin. Und jetzt sage ich einfach mal, was weiß ich, Miau. Und das schicke ich jetzt mal wieder an den Infobeamer. So, und zwar diese komische Syntax. Das kann man halt auch mit Netcat machen, aber so ist es irgendwie ein Stück eleganter. Genau, und jetzt ist quasi, sind diese Daten angekommen, werden halt direkt durch diese definierte Callback-Funktion dann irgendwie entgegengenommen. Und ich kann dann halt sofort irgendwelche Dinge mit tun. Zum Beispiel Variablen ändern oder sonst wie irgendwelche Aktionen auslösen oder so. So, jetzt zeige ich vielleicht nochmal ganz kurz irgendwie diese Verzeichnisverschachtelung, die ich da vorhin schon angekündigt habe. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich würde einfach mal kurz das hier noch beim Beenden und gehe jetzt einfach mal her und mache irgendwie, was weiß ich, ein Verzeichnis Super und kopiere jetzt einfach mal das, was bisher in Demo war, in Super rein. Das heißt, wir haben jetzt halt hier in dem Superverzeichnis nochmal dieses Unterverzeichnis Demo. Und jetzt kann ich halt mal hergehen und kann den Infobeamer wieder starten. Mit halt Super als Top-Level-Verzeichnis. Jetzt wird erstmal wieder alles grau werden, weil ja dieses Verzeichnis Super natürlich noch keine Node.lua drin hat, die irgendwie definiert, was passieren soll. So, jetzt kann ich mal hergehen. Ja, hier mal raus. Hier auch mal raus. Genau, jetzt bin ich hier in diesem Superverzeichnis, würde jetzt hier auch wieder den Node.lua anlegen.
Und lege jetzt hier auch wieder los und definiere erstmal irgendwie die Grundlagen. Und definiere jetzt wieder diese Hauptrenderfunktion. Und keine Ahnung, machen wir es mal einfach alles weiß. So, und jetzt kann ich hergehen und kann jetzt hier sagen, nennen wir es einfach mal Demo gleich resource.renderChild, Klammer auf Demo. Jetzt habe ich quasi das Unterverzeichnis, was jetzt da drin liegt und Demo heißt, rendere ich jetzt hier so dadurch durch in ein Bild. Und jetzt kann ich halt hergehen und kann das dann jetzt hier direkt irgendwie anzeigen lassen. Machen wir es einfach mal, an 100, 924 und ja, das wird dann eh nicht korrekt. Ja, falls jemand irgendwie besser rechnen kann als ich, kann man das wahrscheinlich auch irgendwie richtig machen. Egal. Nee, das sieht. Ah, das ist ja ganz furchtbar. Ich sollte vielleicht 800 machen. Genau. Und das sollte eigentlich eine 24 sein. So, genau. So, also jetzt sieht man eben das Verzeichnis, was wir vorhin als irgendwie selbstständig mal entwickelt hatten und was irgendwie selbstständig funktioniert hat, kann man jetzt einfach in irgendwas anderes mit einbinden. Was irgendwie ganz cool ist, weil dann kann man eben Dinge zusammensetzen, ohne irgendwo insgesamt alles einmal vor sich haben zu müssen. Das heißt, man entwickelt bei sich lokal irgendwelche coolen Dinge und kann dann die in ein anderes Projekt einfach integrieren, beziehungsweise kann das einfach zippen und sonst wo veröffentlichen oder so. Ich habe auch noch vor, das Ganze, was ich jetzt hier gemacht habe, vielleicht irgendwie zu veröffentlichen, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Klau-Org hier geworden, weil ich da irgendwie schnell fertig werden wollte. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich da schaue, welche Bilder jetzt eigentlich okay sind und welche nicht und welche Videos und welche Schriften und naja, aber ich habe eigentlich schon die Absicht, dass man irgendwie da einige Dinge dann auch irgendwie veröffentlichen kann, weil es vielleicht auch für andere Leute noch interessant. Genau, vielleicht ganz kurz, wie das jetzt aktuell da bei dem laufenden System funktioniert. Es gibt halt, wie gesagt, dieses eine Oberverzeichnis, was diesen Lauftext, diese Uhr und sowas macht und dann halt diese ganzen Unterverzeichnisse. Und ich habe jetzt dann eben, um das Ganze zu steuern, gibt es eben ein Python-Skript, was den Fahrplan per JSON irgendwie bekommen hat, was irgendwie dadurch passiert ist, dass ich alles abgeschrieben habe, was im Fahrplan stand. Das Skript, der Fahrplan wird dann erstmal umgewandelt in diverse andere Dateien, die dann halt diese einzelnen Unterverzeichnisse kriegen. Und es gibt eben noch so diverse Dateien, die festlegen, dass jetzt zum Beispiel genau vorm Vortragsbeginn irgendwie so ein Countdown nochmal angezeigt wird, dass alle 10 Minuten für 20 Sekunden oder sowas dieses Vortragsprogramm, was noch aktiv ist, irgendwie angezeigt wird. Dann irgendwie mal wieder irgendwelche Videos oder sonstiges Zeugs, was ich dann noch habe. Und dieses Skript läuft jetzt quasi die ganze Zeit und guckt, was jetzt wie viel Zeit durch dieses Scheduling, was ich da gemacht habe, bekommt und schickt dann halt im Infobeamer entsprechend die Befehle per UDP. Also wenn jemand rausfindet, wie die ganzen Befehle sind, kann man das auch von extern machen. Weil Authentifizierung gibt es halt nicht. Das war keine Aufforderung. Ja, ich weiß nicht, also das wären jetzt so im Prinzip so die Grunddinge, die man machen kann. Ich weiß nicht, so andere Dinge jetzt hier zu zeigen, ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil es dann eher aufwendiger wird. Deswegen würde ich jetzt fast vorschlagen, dass wir vielleicht noch irgendwie Fragen machen oder sowas, falls irgendjemand noch Fragen hat. Ansonsten ist halt der Plan eigentlich gewesen, da habe ich jetzt irgendwie auch keine Zeit mehr für gehabt, dass es möglich ist, dass ihr euch auf dem Infobeamer-Rechner über irgendeine Web-Oberfläche einen Account klicken könnt. Und dass es halt so ein User-Verzeichnis gibt, wo ihr dann irgendwie Zeugs per FTP oder sowas hochladen könnt. Das muss ich mal gucken, ob ich das fertig mache. Ansonsten ist halt der Modus, sich da zu beteiligen, lokal irgendwas Cooles zu entwickeln und dann einfach zu mir an Infodresen zu kommen und zu sagen, mach mal, ich will das sehen auf dem Beamer. Also das, wenn da irgendwie coole Dinge entstehen, wäre das eigentlich ganz lustig. Ja, ansonsten würde ich eigentlich fast sagen, das war's meinerseits. Was ist denn der Vorschlag? Da. Genau, also wie gesagt, die Projektseite ist halt infobeamer.org und ansonsten machen wir jetzt einfach mal Fragen, würde ich sagen. Danke. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es jetzt hier eine Aufzeichnung gibt, wahrscheinlich schon. Deswegen sollte man die Fragen irgendwie wiederholen oder so oder am besten direkt ins Mikrofon reden. Ich weiß nicht genau, wie jetzt der Modus ist. Umso besser. Hallo, Test. Ja. Auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt schon mal. Da kann man definitiv coole Dinge mitmachen, denke ich. Und ich habe eine Frage, du hast es ja jetzt mit iNotify umgesetzt. Wie aufwendig wäre das denn, das auf sowas wie CarQ zu portieren, dass man das zum Beispiel auch mit BSD nutzen kann?
Gute Frage, ich kenne halt KQ nicht, aber der Code dazu ist irgendwie eine Funktion, glaube ich, die ich da habe, wo ich das Ganze umsetze. Wir können das gerne mal, wenn du da dich damit auskennst, können wir gerne mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe halt keine Ahnung von KQ. Solange das nicht irgendwie den Source Code vom ganzen Infobeamer aus Versehen verdoppelt, können wir das gerne irgendwie reinbauen. Also ich kenne selber jetzt auch nicht die API, wie das aussieht, aber mich interessiert halt, wie das inwiefern das abstrahiert ist im Infobeamer. Wenn du sagst, dass es nur eine Funktion ist, dann klingt das ja trivial, das zu ändern an der Stelle. Hoffentlich, ja. Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, wenn du da jemand hast, der sich damit auskennt, können wir das gerne mal anschauen. Ja, ich finde es auch ein tolles Projekt. Du hast jetzt gesagt, dass man relativ auflösungsunabhängig arbeiten kann. Kann man auch ernsthaft auflösungsunabhängig arbeiten, also mit relativen Abständen, relativen Positionen und auch die Größe der Bilder abfragen? Die Größe der Bilder kannst du abfragen. Es gibt auch so eine Hilfsfunktion, der du dann sagst, irgendwie ich habe diese Fläche, wo ich gerne das Bild Aspect Ratio erhaltend anzeigen würde. Mach mal. Aber du kannst bei dem Bild, also das kann ich dir auch eigentlich kurz zeigen, weil das können wir jetzt natürlich hier auch in live kurz machen, wenn ich da mal jetzt einfach reingehe und sage print demo. Oder demo Doppelpunkt size, dann sollten wir jetzt, da muss ich noch eine Klammer drum machen, dann sollten wir jetzt hier direkt in der Konsolenausgabe eigentlich sehen, wie groß jetzt dieses, in dem Fall Unterverzeichnis an Bildgröße ist. Also so richtig prozentmäßig oder sowas geht nicht, also du musst da schon irgendwie immer Pixel angeben. Aber du kannst dir natürlich wahrscheinlich relativ leicht irgendwelche eigenen Funktionen machen, die das dann irgendwie für dich eventuell irgendwie schlauer berechnen, als jetzt Brute Force Pixel-Koordinaten zu nutzen. Kann man denn live die Größe vom Screen ändern? Nee, das kann man nicht. Also was du machen kannst, es gibt auch so resource.createSnapshot, da kannst du das Aktuelle, was du in den existierenden Bereich gepinselt hast, kannst du dir als Bild wiedergeben lassen. Und kannst dann damit vielleicht noch irgendwelche Dinge weitermachen. Also je nachdem, was du vorhast, keine Ahnung. Also die ganze Zeit GL Reload ausführen geht nicht? Nee, das geht nicht. Also liegt halt mit daran, dass ich irgendwie wollte, dass wenn irgendwas Übergeordnetes das Ganze nutzt, dass sich das nicht dauernd irgendwie ändert. Also wenn du halt einmal ein Child renderst, dann kannst du davon ausgehen, dass es halt auch in Zukunft irgendwie hoffentlich so gleich bleibt. Inwieweit kann man denn auf externe Childs zugreifen? Gibt es irgendeine Art Library, die man benutzen könnte? Könnte man das über Symlinks machen? Symlinks ist eine gute Frage, was damit passiert. Also du kannst halt alle Verzeichnisse nutzen, die direkt unten drunter liegen, unter deinem Verzeichnis. Also liegt eben mit auch daran, dass eben ich das transparent haben wollte. Das heißt, wenn du halt eine Fehlermeldung kriegst, wo jetzt irgendwie steht super/demo/node.lua, dann weißt du halt sofort, wo du hingucken musst. Und musst nicht eventuell irgendwo sonst wo Dinge nachvollziehen müssen. Also angenommen, ich würde jetzt einfach mal hier, gehen wir einfach hier nochmal in Demo und Node rein. Und jetzt sage ich einfach mal hier, was weiß ich, Error, Foo. Dann, wenn es nicht weggescrollt wäre, machen wir das mal weg. Jetzt muss ich das nochmal neu machen. So. Genau, jetzt hast du halt hier sofort super/demo/node.lua. Da weißt du halt sofort, wo du hingucken musst. Wenn jetzt da noch irgendwie Indirektion drin ist mit irgendwie irgendwo auf dem Dateisystem irgendwelche Dinge, dann geht halt diese Direktheit verloren. Kann man denn auch mehrere Ebenen Ordner benutzen? Oder immer nur das kannst du machen. Ebene? Also das Demo könnte jetzt auch wieder Unterverzeichnisse haben und weitere Verschachtelungen haben. Ich denke mal, das ist nur durch die Dateipfadgröße vom Kernel begrenzt. Also theoretisch, ich habe es nicht getestet. Danke sehr. Ich glaube, da vorne war noch eine Frage. Du hast ja das tolle Konzept, dass man einen ZIP-Ordner einfach erstellen kann, den weitergeben kann, jemand packt den aus und es läuft sofort. Jetzt hast du aber gesagt, wenn ich externe Inhalte einbringen möchte, zum Beispiel Twitter-Nachrichten oder ähnliches, müsste ich mir extra ein Python-Skript schreiben, was dann per Cronjob ausgeführt wird und so weiter. Hast du da irgendwas erwischt. Hast du dir da irgendwas überlegt, wie man das geschickter machen kann? Nee. Irgendwie so Background-Tasks oder sowas? Also, mein Ansatz ist halt eher, dass es halt doch alles irgendwo relativ minimalistisch bleibt. Also Background-Tasks klingt halt irgendwie nach relativ viel Aufwand. Naja, du hast jetzt eine Node.lua und dann gibt es halt eine Background.lua. Ja, aber also ich will es halt nicht zu kompliziert machen. Also weil
wenn du dann jetzt womöglich noch irgendwelche nativen Binaries ausführst oder sowas, dann geht halt das endgültig verloren, dass du halt ein Verzeichnis potenziell nehmen könntest und es einfach irgendwo hinkopierst. Ja, was du auf jeden Fall ja haben möchtest, ist ja irgendwie sowas wie WGET, damit du einfach mal einen JSON von einer Webadresse laden kannst anstelle von... Das kann der Infobeamer auch nicht, aber das Beispiel dafür ist einfach, du machst per cron ein WGET und schreibst es in das Verzeichnis rein, der Infobeamer kriegt mit, die Datei hat sich geändert und lädt es ein. Ja, aber das muss ich wieder extern konfigurieren, das heißt ja. Irgendeinen Cronjob erstellen und so weiter. Genau. Also es ist nicht Magie, es kann nicht alles, aber das ist halt so aktuell der Ansatz, den ich da gewählt habe, aber wie gesagt, ein Tool, was richtig kann und die anderen Tools können dann ihre Sachen richtig und zusammen funktioniert es dann irgendwie gut. So der Plan. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn ich das richtig gesehen habe, lädst du ja also dieses underscore g, ja. Lädt den Namen der Datei als Variable, habe ich das richtig gecheckt? Genau. Was passiert, wenn wir jetzt das ein Bild ist? Könnte es ja durchaus sein, dass ich das einmal als PNG, einmal als JPEG habe mit dem gleichen Namen. Da gibt es irgendwie eine Priorität, die könnte ich nachgucken, aber eins davon gewinnt dann halt. Ich wollte nur wissen, ob das irgendwie... Es explodiert nicht. Alles klar. Das war die Frage. Was passiert denn, wenn du ganz klug bist und eine Datei underscore groß g.png anlegst? Ja, dann ist halt die Variable weg. Aber das ist nicht so schlimm. Also das ist nur quasi ein Link auf diese echte Tabelle. Also Lua explodiert dadurch auch nicht, aber du hast halt keinen Zugriff mehr direkt darauf. Du kannst übrigens auch, also wenn euch das zu magisch ist mit dem Unterstrich G, das ist ja durchaus irgendwie berechtigt, dann kann man jetzt auch hergehen. Ich gehe mal kurz in dieses Superverzeichnis, in dieses Demo-Verzeichnis nochmal rein und mache nochmal diese Node.lua auf. Und ich könnte jetzt halt hier auch sagen, was weiß ich, irgendwie RES für, was weiß ich, Ressourcen oder sowas. Mach das gefälligst so, lad da alles rein, also mach da eine Tabelle und befüll die jeweils mit den ganzen Ressourcen. Jetzt müsste ich halt an der Stelle hergehen und müsste das dann halt explizit aus der Tabelle rausholen. Das würde dann halt so aussehen und dann sollte hier theoretisch die Ausgabe die gleiche bleiben, ohne dass halt diese Magie in diese globale Variable stattfindet. Auch wenn es jetzt irgendwie weg ist. Ach so, da ist immer noch der Error drin, genau, danke. Genau, also es funktioniert halt so auch. Dann ist es nicht mehr ganz so magisch, dass irgendwie im globalen Environment irgendwelche Variablen auftauchen, sondern es ist ein bisschen expliziter, dass man weiß, wo das ganze Zeugs landet. Dann überschreibst du auch nicht deine Variablen, wenn irgendjemand herkommt und in deine Verzeichnisse schreiben kann, was vielleicht auch nicht vorkommen sollte. Wunderbar, schöne Sache. So, noch weitere Fragen? Ansonsten Aufforderungen, baut irgendwas Cooles, fragt mich, wenn es nicht funktioniert. Doku gibt es, wie gesagt, auf infobeamer.org/doc. Und wenn ihr irgendwas Cooles habt oder auch was nicht so cool ist, dann machen wir es zusammen cool. Und dann kann man es irgendwie eintragen und dann irgendwie hier rotieren lassen und dann sehen das alle. Genau, das war's. Viel Spaß auf der GPN.